Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Delta Mike Zulu, taking off, runway 23. Delta Mike Austin Zulu, taking off, 23. Delta Mike Zulu, leaving frequency and the traffic pattern, departing to north. Delta Mike Austin Zulu, leaving traffic pattern and frequency 5. Schon gestern Abend haben wir überlegt, was wir heute unternehmen. Nach einiger Diskussion haben wir dann entschieden, dass es doch mal ganz schick wäre, einen oder zwei Altiboards zu besuchen. Der leichteste von den vieren, die sich hier in der Gegend befinden, ist Megève. Er ist auch der einzige, den ich noch nicht besucht habe. Der Platz ist keine halbe Stunde entfernt und liegt westlich des Mont Blanc. Wir starten nach Westen, drehen dann auf Nordost und steigen gemütlich auf 5600 Fuß, die Anflughöhe für diesen Gebirgsflugplatz. Man landet auf solchen Plätzen gegen den Berg und die Steigung und startet mit dem Gefälle. Der Anflug selbst ist nicht so schwierig, aber wie man hier gut erkennen kann, steigt das Gelände hinter dem Platz so schnell, so stark an, dass man ein Durchstartmanöver komplett vergessen kann. Das ist die Herausforderung von Altiports, der man sich bei einer Landung auf so einem Gebirgs-Airport stellen muss. In aller Regel verzeihen sie keine Fehler. Für die Landung gibt es jedenfalls keine zweite Chance. Schauen wir uns Megève mal etwas genauer an. Jeder Altiport hat ein solches ansteigendes Profil. Es beginnt an der Schwelle mit einer leichten Steigung, im Mittelteil ist die Steigung der Piste sehr groß, um dann im letzten Teil wieder geringer zu werden. Hier in Megève ist dieses Profil kaum zu sehen. Die Unterschiede zwischen 6,7, 7 und 9,3% sind auch kaum wahrnehmbar. Außerdem ist die Piste 548 Meter lang, was eine Landung ebenfalls etwas einfacher macht. Die Tatsache, dass Altiport-Landungen so anspruchsvoll sind, ist auch der Grund dafür, dass man in Frankreich ein Mountain Rating nachweisen muss, also eine Gebirgsflugausbildung. Kurioserweise gilt das aber nicht für UL. Andererseits wird dringend empfohlen, eine entsprechende Schulung zu absolvieren. Ich habe ein solches Training mit Fluglehrern zweimal gemacht, einmal in Alpe d'Huez und zwei Jahre später ein weiteres Mal in Courchevel. Auch in Méribel bin ich schon gewesen. Dass trotzdem etwas schief gehen kann, werden wir im Verlauf dieses Tages noch sehen. Hier habe ich die wichtigsten Altiport-Daten der Top 4 Plätze Frankreichs einmal nebeneinander gestellt. Außerdem habe ich, zum Vergleich, einmal den deutschen Flugplatz Wasserkuppe hinzugenommen, der auch ein solches Profil aufweist, um zu sehen, wie drastisch sich die Airports von normalen Plätzen unterscheiden. Ein Flugplatz wie Traben-Trarbach zum Beispiel, mit nur 1,6% Steigung, auf dem ein Durchstarten auch schwierig werden kann, ist dagegen schon fast Kindergeburtstag. Wer die Daten mal auf sich wirken lassen möchte, möge das Video an dieser Stelle kurz anhalten.
Nun setzen wir erst einmal unseren Anflug fort. So, bist du auf der Welle? Ja, ich bin da. Das ist die Platzrunde in Neubre. Bitte? Wie hoch war da die Platzrunde? 5600, ne? 5330. Okay, ja. Ich wechsle hier mal auf die linke Seite in der Hoffnung, ein bisschen Thermik noch abzukriegen. Jo. An dem November mussten wir 5-6 haben, die haben wir jetzt fast. So, Michael, ich habe jetzt die 5600 für November. Jo, habe ich auch. Ich hab's ja und sich. Ja, gerade hatte ich die auch noch in Sicht. 2-3 Kilometer hinter mir, kann das sein? Richtig. So, ich schalte dann jetzt um auf 13205. Jo, ich komm mit. Mejev Airport, good day and bonjour, Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Wie sieht nun die Procedure für den Approach genau aus? Die wichtigste Infoquelle hierfür ist das Visual Approach Chart, das Anflugblatt. Der Visual Reporting Point November ist der konkrete Beginn des Anflugs. 5 Minuten vorher muss ich mich bereits zur Landung anmelden. Eine Positionsmeldung besteht immer aus der Position selbst, hier also November, und der entsprechenden Höhe, also 5600 Fuß. Den weiteren Verlauf für Routing und Höhe zeigt die schwarze Linie. Die Grundregel für Anflüge ohne Tower besagt, dass man in etwa 500 Fuß den Platz überfliegt und nach Hindernissen, Pistenbeschaffenheit und Verkehr Ausschau hält. Diese Position wird natürlich auch gemeldet. Die Platzhöhe Mejev beträgt 4830 Fuß, 500 Fuß addiert bedeutet also 5330 Fuß. Daher nutzt man den Bereich Outbound November zum Sinkflug auf 5300 Fuß. Ist alles frei, setze ich den Anflug über den Gegen- und Queranflug fort. Nach dem Eindrehen in den Endanflug besteht letztmalig die Chance, die Landung abzubrechen.
Je nach Motorleistung und Wetterbedingungen kommt der Point of No Return jedoch ziemlich schnell näher. Alle anderen Informationen hier auf der Karte haben mit dem eigentlichen Anflug nicht viel zu tun. Als da wären weitere wichtige Informationen über die Hubschrauberanflugrouten, zwei im Westen und eine im Osten, denn bei schönem Wetter sind die Helis permanent unterwegs. Dann gibt es noch weitere Informationen wie Kurse und Entfernungen zu den nächsten Städten oder Flugplätzen, hier also Annecy und Annemasse. Auch Richtungen und Distanzen zu Funkfeuern sind eingezeichnet, etwa das VOA Chambéry und Saint-Pré. Schließlich und nicht zu vergessen, die sehr zahlreichen Stromleitungen und Skiliftanlagen. Hält man sich aber an die vorgeschriebenen Routings und Flughöhen, besteht in dieser Hinsicht keinerlei Gefahr. Wie zu erwarten war, meldet sich hier kein Tower. In diesen Fällen ist es immer eine persönliche, situative Entscheidung, ob ich nun mit englischem Funk fortfahre oder besser doch ins Französische wechsle. Zwar ist mein Französisch nur rudimentär, aber das ist möglicherweise immer noch besser als ein Englisch, das hier niemand versteht, was in Frankreich, ohne den Franzosen nun zu nahe treten zu wollen, keine Seltenheit ist. Ich habe in Frankreich, um sicher verstanden zu werden und natürlich nur auf kleinen Flugplätzen, bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht, besser schlechtes Französisch zu sprechen als gutes Englisch. Daher geht's nun in Französisch weiter. Delta Mike Echo Mike Zulu, en motoplaneur City, une personne, au position November, de vos installations pour atterrissage. Bonjour, je suis Fox, je suis au Tango, dans les coins, au Vendée 300, on arrive au point de l'endroit dans 6 minutes, ça va être gentil. WFR-Drohung, Delta. Michael Single Zulu à 2 minutes au novembre pour atterrissage. Also die Bahn ist frei, Anflug sehe ich nichts, oben ist frei. Hier ist auch Kanäle, wo was zu sehen, ich habe schon geguckt. Delta Mike Golf, Tango Zulu, November, 5 Mail, 600 Pied, je m'intègre au vent arrière pour la 5. Also Bahn ist frei, alles weg, wunderbar. Ja, ganz wir rollen von hinten von rechts. Ja, genau. Das Flug ungefähr 180 vertikal devant. Delta Mike Zulu, vertikal, et en vent arrière pour la piste 15. Ja, Michael, Single Zulu und Bond Arrière, 5.
Delta Mike Zulu, Etappe de base pour la piste 15. On arrive vertical terrain, on est visuel sur le trafic qui est proche de l'éloignement. Delta Mike Zulu en finale pour la piste 15. Ja, Michael, Tango Zulu und Etappe de base 5. Maïko, on allonge l'éloignement. Maïko, on tourne en base. Delta Mike Zulu, piste dégagée. Mike, on est en finale. Dieser Flugplatz entpuppt sich als der abwechslungsreichste und quirligste der vier Altiports. Hier ist richtig was los. Permanent starten und landen Flugzeuge der heimischen Piloten und zwei Helikopter fliegen für viel Geld ununterbrochen Gäste durch die Berge und zum Mont Blanc. Im Kuku, was auch so viel heißen kann wie kleines Flugzeug, gern auch im Sinne von alte Kiste, lassen wir uns nun gemütlich nieder und genießen in der nächsten Stunde bei fantastischem Wetter eine Runde Kaffee und Kuchen auf der Sonnenterrasse.